So, Frau Müller, wir haben Ihren Lebenslauf ein bisschen aufgepippt. Ihren alten Beruf als Prostituierte haben wir durch Handlangerin im Dienstleistungssektor ersetzt. Wir können aber auch Sackbearbeiterin in verschiedenen Positionen nehmen. Das Zweite gefällt Ihnen besser? Sehr gut. Als ich im Albani auftreten bin, als das erste Mal im Albani wieder einen Slam gehabt, habe ich einen Text über eine Prostituierte gemacht. Und dann kam nachher eine ehemalige Prostituierte und hat gesagt, sie hätte lachen bei dem Text und für das danke sie mir. Ich denke, ich mache sicher den Rumslam, um Tabuthemen den Leuten oder Grenzen zu erweitern, Leute mit Sachen, die sie nicht hören wollen, zu konfrontieren, zu provozieren. So richtig verkackt habe ich im Aargau, in einer kleinen Beiz, wo das Publikum so voll das Zielpublikum von meinem Dignitas-Text geworden ist und die haben sich sehr angesprochen gefühlt, worauf der Text mit der Stimmung mitgestorben ist. Man kann auch als nüchterner Mensch Poetry Slam machen. Es gibt zum Teil Leute, die nicht trinken und es wird akzeptiert. Es werden nicht Alkoholiker, es werden nicht Alkoholtrinkende, es werden Thurgauer, es werden Aargauer. Alle werden akzeptiert. SRF Virus.